Und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5 mit der Familie Calavera. Ja, wir sind mal wieder dabei und ihr könnt es gar nicht fassen, dass wir heute mal wieder ein bisschen spielen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich habe ja jetzt mit dem Studium angefangen und diese Woche war so ein bisschen Kennenlernwoche und ich war recht oft feiern und so weiter. Und ich kam dann einfach nicht zum Aufnehmen. Heute aber auf jeden Fall mal wieder, morgen auch, sollte passen. Dann muss ich mal gucken, wie es jetzt die nächsten Tage dann aussieht. Nächste Woche beginnen dann die Vorlesungen. Da weiß ich auch noch nicht, wie viel ich da noch anderes mache. Keine Ahnung, mich mit Leuten treffe und so weiter. Also vor allem Warhammer leidet da momentan drunter. Ich versuche dann doch noch mehr Tropico zu bringen, weil ja zum einen gefällt es euch mehr, zum anderen gefällt es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr. Und deswegen versuche ich hier als Prio 1 auf jeden Fall Tropico zu bringen. Ich muss gerade selber ein bisschen überlegen, was wir im letzten Part gemacht haben. Wir haben angefangen, unsere Industrie hier weiterzubauen. Wir haben ein paar Häuser gebaut. Wir haben Umgehungsstraßen gebaut. Hier rüber zum Beispiel, dorthin, hier runter, darüber, so. Um hier unser Verkehrschaos ein bisschen zu lösen. Ansonsten haben wir ein paar neue Transportbüros gebaut, soweit ich das weiß. Ja, genau. Und hoffen wir, dass jetzt unsere Waren dann hier auch gut abgeholt werden, weil unsere Warenhäuser hier doch überall immer ziemlich voll sind. Also gut, dann machen wir mal weiter. Gucken als erstes mal in den Almanach rein. Was brauchen wir denn? Arbeitslos 190, ja wunderbar. Arbeitsplätze nur für Leute mit Highschool oder Uni. Naja. Fraktionen, ja, die Kommunisten lieben uns, die Kapitalisten nicht. Umweltschützer, schlechter Ruf, Industrielle gut. Das ist auch lustig, oder? Es gibt ja Kapitalisten bei der Wirtschaft und Industrielle bei der Umwelt. Und die Kapitalisten mögen uns nicht, aber die Industriellen mögen uns. Naja, okay. Gut, mein. Ja, ist auch komisch. Ist auch lustig, die Kapitalisten finden es nicht gut. Also die Kapitalisten mögen nicht, dass wir die UdSSR eingeladen haben. Soweit so klar. Aber sie mögen es nicht, dass wir die USA eingeladen haben. Also das kommt hier nicht als grün markiert. Während bei denen hier, bei den Kommunisten steht, UdSSR finden sie gut, dass wir die eingeladen haben. USA eben nicht gut. Das wird hier beides angezeigt. Naja, verstehe ich auch nicht so ganz. Militaristen, UdSSR finden sie gut, USA nicht so gut. Also hier macht es wieder Sinn. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Religiösen, wie gesagt, die hassen uns voll und ganz. So. Ich bin gerade am Überlegen, was wir als nächstes noch so machen können. Wir haben jetzt hier die Textilfabrik am Bauen, Stahlwerk, Möbelfabrik. Ja, und wir müssen eigentlich noch weiter auf den industriellen Pfad setzen. Pharma GmbH wäre hier noch drinnen. Schmuckfabrik natürlich, da bräuchten wir aber erstmal Gold für. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir eine neue Mission, schauen wir uns die mal an. Unsere Beziehung mit der UdSSR? Ewige Freundschaft. Das bedeutet leider auch, dass es nie zu einer heißen Affäre kommen wird. Wir müssen proaktiver sein, wenn wir wollen, dass die UdSSR uns mag. Entsenden Sie eine Delegation aus der Botschaft in die UdSSR, okay? Delegation. Also, wir haben eine besondere Anfrage von der UdSSR, und damit würden wir unsere Beziehung verbessern. Machen wir das mal. Müsste es die UdSSR sein, alter Freund? Hätten wir nicht eine Delegation an einen wärmeren Ort schicken können? Als Profi, der ich nun einmal bin, konnte ich durch das Trinken großer Mengen von Alkohol die harten Bedingungen in Russland überstehen. Ihre Forderungen schrieb ich mir auf die Hand, damit ich sie im Rausch nicht vergesse. Hier sind sie. Bauen Sie zwei Bassbetriebe, plus 20 Beziehungen, plus 10.000 in die Staatskasse. Ja, Mastbetriebe, das ist echt so eine Sache. Ich wollte es eigentlich nicht machen, weil da braucht man viel mehr Mais für. Und ich habe das mal in einem anderen Safe-Game mal so gemacht und dann hatte ich echte Probleme später. Weil irgendwie der Mais da nicht hinkam richtig. Deswegen ist das nicht so unbedingt eine Lieblingssache gerade, die ich hier so machen möchte. Da fällt mir ein, wir könnten hier eigentlich auch nochmal zwei Häuser hinbauen. So. Gut. Ja, ich meine, jetzt müssten wir erstmal das hier machen, dann würden wir beide Missionen abschließen. Ach, ich weiß auch nicht. Wollen wir es mal riskieren? Für die Lamas wollen wir Lama einmal und einmal Rinder. Machen wir das mal. Einmal hier modernisieren und einmal hier drüben modernisieren.
So, jetzt hoffen wir mal, Special, dass das dann beliefert wird, weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt hier halt eben. Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens. Also, das kennen wir schon. 5 Arbeiter mit Universitätsabschluss, ja, das brauchen wir nach wie vor. Ganz dringend. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass hier meist eben eingeht. Das wäre sehr, sehr wichtig. Hier haben wir die Maisplantage. Eigentlich haben wir hier wirklich genügend Mais. Muss halt jetzt nur mal rausgeschafft werden da. Dabei haben wir eigentlich schon so viele Transportwagen hier unterwegs. Das ist nicht mehr feierlich. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. 100 mit der UdSSR, 50 mit den USA. Okay. Ja, ich meine, jetzt sind wir ja wieder extrem in die Richtung Kommunisten abgedriftet, obwohl wir uns ja dieses Mal eigentlich eher neutral verhalten wollen. Aber das bekommen wir trotzdem noch hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt schauen wir mal. Wir können Ananas exportieren in die USA. Kohle, Bauxit, das will ich eigentlich alles nicht. Stoff könnten wir exportieren. Das hört sich mal nach einem guten Plan an. Stoff exportieren. Ja, passt, würde ich sagen. So. Textilfabrik. Ja, wir brauchen hier eigentlich noch mehr Arbeiter. Also das ist halt eben unser extremstes Hauptproblem, dass wir so wenig Highschool-Absolventen haben. Ja. Ja, das ist echt... Ich meine, hier gibt es ja sogar Sachen, dass wir hier doch diese Betriebe ausweiten. Aber das bringt ja mal gar nichts, dann haben wir ja noch größere Probleme. Ja, wir müssen uns echt mal um unsere Arbeitslosigkeit kümmern irgendwie. Wir müssen irgendwas machen, damit mal mehr Leute Arbeit finden in unserem Land hier. Ungebildete vor allem. Aber das kriegen wir halt einfach schlecht hin. Da haben wir jetzt nicht unbedingt, das muss man mal ganz klar sagen, wir haben nicht unbedingt die beste Abstimmung an Verfassungsoptionen. Also das Problem ist Berufsarmee, dafür haben wir einfach halt zu wenig Highschool-Leute. Und in Kombination mit Arbeit für alle ist halt eben das Problem, dass wir wenig ausgebildete Leute bekommen, weil ja die alle schon anfangen zu arbeiten. Im Großteil. Das sieht man ja auch daran, wie wenig los ist in unseren Unis. Also 4 von 10 hier drüben. Was haben wir hier? 8 von 15 mittlerweile. Okay, das ist schon mal ganz nett eigentlich. 7 von 15, aber trotzdem, wir brauchen halt so viel mehr Leute. Das liegt ja nicht daran, dass wir zu wenig Highschools haben. Wir haben ja überall welche, aber die sind halt einfach nicht ausgelastet, die Dinger. Naja, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Die USA wollen einige ihrer Raketen hier in Tropico stationieren. Damit wir keinen Verdacht erregen, schlagen sie vor, dass wir die Raketen in unseren Recyclinganlagen verstecken. Nicht der hellste Plan, aber man kann von den Yankees keine Geniestreiche erwarten. Besitzen sie 3 Recyclinganlagen plus 10 USA-Beziehungen. Da muss ich aber ehrlich sagen, also wir wollen ja neutral sein und wenn wir denen ihre Dinger hier bei uns aufstellen, finde ich das schon ein bisschen übertrieben, deswegen lehne ich das Ding ab, wenn ihre Raketen hier aufstellen. Ja, wir haben eigentlich ja genug Geld. Die Frage ist nur, was wir damit anstellen. Boah, 0 Studenten, 7 von 15. Haben wir hier unten auch eine? Ja, 3 von 15. Das ist echt ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Was wir hier machen können, damit wir noch mehr Ungebildete in irgendwelche Jobs bekommen. Ich meine, wir haben letztes Mal ja richtig viele Transportbüros gebaut, in denen ja immerhin 2, 4, 6, 8 Leute arbeiten. Aber wir haben einfach 190 Ungebildete, gell? Das ist echt ein bisschen das Problem. Ich denke, wir werden jetzt mal, um da nochmal ein bisschen was zu machen, werden wir jetzt mal hingehen und eine Plantage noch bauen. Beziehungsweise, Moment mal. Hydrokultur geht noch nicht. Eine Plantage bauen mit Mais nochmal. Und die werden wir dann mal hier oben hinbauen. Das passt hier ganz gut, oder hier? Ja, bauen wir sie hier. Nee, bauen wir sie. Bauen wir sie hier hin. Einfach auch nochmal für unsere Mastbetriebe hier, dass das dann läuft. Ja, also hier momentan ist es eigentlich ganz gut, außer hier Mais-Eingang fehlt hier ein bisschen. Ich hoffe, das wird bald hier was angeliefert. Aber das sind ja gerade ganz schön viele Autos am Reinfahren hier. Ganz viele Transporter.
Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor der nächsten Wahl und nicht unbedingt wird das so toll, glaube ich. Also da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Wir haben hier oben ein Transportbüro, wir haben hier mehrere Transportbüros. In Gottes Namen bauen wir hier halt nochmal eins. Wo bauen wir das hin am besten? Schauen wir mal, ob wir mit den Straßen da noch anbinden können hier. Das Ganze. Ja, können wir auch noch so machen. Vielleicht sparen wir damit auch nochmal ein bisschen Zeit, keine Ahnung. Und dann bauen wir hier auch nochmal ein Transportbüro hin. Schon ein bisschen abgelegen jetzt da oben gerade, aber. Transportbüro haben wir hier auch eins. Ja. So, eigentlich müsste das müsste eigentlich reichen für mein Dafürhalten. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir da so extreme Probleme haben. Hier fehlt halt auch die Ressourcen. Eisen fehlt hier. Ich denke, wir können hier auch nochmal ein paar Gastarbeiter einladen. Wenn hier wenigstens schon was gebaut, produziert wird, dann können wir da auch was einladen, nochmal ein paar. Ja. Arbeitsqualität erhöhen wir mal auf 55 hier. Hier auf 51. Hier auf 50. So, jetzt wird hier drin auch was gemacht. Laden wir hier auch nochmal zwei ein. Ich weiß, das kostet Haufen Geld, aber so ist es halt leider. Ist leider unser Problem hier. Deswegen ist auch die Industrialisierung gerade bei uns so schwierig. Ich meine, ich kann ja nicht. Ich kann es ja nicht übertreiben mit dem Bau hier von irgendwelchen Industrieanlagen, wenn wir einfach gar keine Arbeit dafür so Witze haben. Was will ich dann machen, gell? Warum geht unsere Zufriedenheit immer weiter runter? 99, 51, 61, 75, 56, 39, 65. Also ich weiß, das ist die Gesamtzufriedenheit und unsere Zustimmung ist nur bei 51, aber müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas tun können. Arbeitsplätze. Ja, so viele Arbeitslose hat eben auch. Das ist hier ganz klar das Problem. Wie sieht es mit unseren Wohngebäuden hier oben aus? Da ziehen so langsam aber sicher welche ein, würde ich sagen. Zwar wir ja doch wieder auch viele Obdachlose haben. Da oben schon wieder alles voll. Ich will eigentlich gar nicht so viele Mietskasernen bauen müssen. Aber unser Problem ist einfach, dass wir die Dinger brauchen. Ja, also wir haben halt so viele Arbeitslose, die können sich ja kein normales Haus leisten. Deswegen müssen wir sowas eben auch bauen. So, wir können aber hier wieder eine große Gartenanlage reinbauen. Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie Oh. mögen es anders 50% formuliert nur momentan. haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja, wir werden es dieses Mal nicht machen. Keine Wahlen dieses Mal, weil es einfach zu riskant wird, selbst mit Wahlmanipulation und so weiter. 100.000 heulende Höllenhunde pro Ja. 100.000. Also jetzt haben wir hier irgendwo, haben wir jetzt einen Putsch irgendwo? Keine Ahnung. Ja. Momentan wirklich schwierig. Ich weiß auch gar nicht, was wir tun können. Also ich glaube, unser Hauptproblem ist halt eben diese hohe Arbeitslosenzahl. Das ist hier echt nicht cool. Wie lange braucht eigentlich unsere nächste Forschung noch? 3 Monate. Gucken wir nochmal bei den Verordnungen durch. Ja. Gut, ich meine, das ist echt die Frage hier.
Ja. Das wäre doch meine Idee. Monatliche Unterhaltskosten 300. Ja. Das halte ich trotzdem mal für eine gute Idee. Also das Impfprogramm dauert 2 Jahre. Nach einem Abschluss steigt die Effizienz der Gesundheitsversorgung in Kliniken und Krankenhäusern. Weniger Todesfälle durch schlechte Gesundheitsversorgung. Ich denke, das sollten wir mal erlassen. Ich habe schon mein ganzes Leben lang Angst vor Nadeln, Präsidente. Deswegen habe ich versucht, Unwahrheiten über Impfungen zu verbreiten. Etwa, dass sie Schuppen, Schweißfüße und Hirnsausen verursachen. Aber niemand will mir glauben. Vielleicht sollte ich einen Filmstar engagieren, der für mich Lügen verbreitet. Also, erlassen. Gucken, wie heftig das jetzt reinhaut. Wird wahrscheinlich relativ teuer, das Ganze. Aber wenn wir dadurch unsere Gesundheitsversorgung, die mittlerweile eigentlich schon mal gar nicht schlecht ist, noch verbessern. Trotzdem sterben hier noch einige Leute. Wir sehen es 263. Oder ist das eine insgesamte Anzahl wahrscheinlich? Ja. Ah, seit 1945, oder? Ach, keine Ahnung. Ja. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir die Zufriedenheit in der Bevölkerung irgendwie wieder hochbekommen. Wichtig wäre es. Wie loyal ist eigentlich unser Militär, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich auch ganz schön wichtig. 53 nur. Ja, ist nicht so cool. Wenn wir hier nochmal ein bisschen schauen müssen. Okay, wir können hier einiges machen. Gut. Oder so viel können wir gar nicht machen, aber passiert. Ihr Familienmitglied ist nach einem 2-jährigen Urlaub wohl ausgeruht wieder nach Hause gekommen und quillt nur so über vor neuen Ideen. Das ist wörtlich zu verstehen. Wenn wir nicht mindestens eine dieser Ideen umsetzen, kann es sein, dass das Mitglied wirklich zerplatzt. Welche sollen wir umsetzen? Einwanderungsreform: 30 Menschen werden auf die Insel auswandern. Aberkennungsgesetz: 15.000 aufs Schweizer Bankkonto oder, weil ich es gebaut habe, ein kostenloses Gebäude aus der Kategorie Gemeinwohl und Medien. Also, das ist jetzt natürlich eine richtige Gratwanderung hier. Einwanderungsreform: 30 Menschen werden auf die Insel auswandern, also werden zu uns kommen. Das Problem ist halt eben, das können natürlich auch wieder mega viel Ungebildetes sein, aber ich werde es jetzt trotzdem mal machen. Ich bin mal gespannt. Nur noch eine Zustimmung von 46, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Die hassen uns jetzt nämlich auch. Warum? Impfprogramm. Ah ja, okay. Ja, aber eigentlich. Das ist halt echt richtig bitter, weil die hier und die hier, also die Religiösen und die Umweltschützer, haben so viele Leute gemeinsam. Also hier 1000 Wähler zusammen. Die mögen uns auch nicht. Selbst die Militaristen und die Industriellen und die Kommunisten zusammen, das ist viel zu wenig. Also wir haben echt ein Problem mittlerweile. Müssen uns wahrscheinlich jetzt in der kommenden Zeit auf große Rebellionen einstellen. Leider, leider. 30 Bürger kamen an. Wo? Ah ja, hier. Gucken wir da mal so ein bisschen durch, was das für welche sind. Ungebildet, Grundschule, Highschool, ungebildet, Grundschule, Grundschule, Highschool, ungebildet, fuck it. Ja, ein paar Highschool-Absolventen, aber der große Teil wieder Grundschule oder ungebildet. Nicht cool. Ich bin froh, dass wir hier oben unser Propagandaministerium haben. Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Gut, wir haben neue Verordnungen. Was ich sagen wollte, ich bin froh, dass wir unsere Spionageakademie hier oben haben, weil, ja, wie soll man sagen, ja, also die hält mit Sicherheit den ein oder anderen Aufstand oder die ein oder andere Rebellion auf, da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt müssen wir was Neues erforschen.
Vielleicht machen wir jetzt als nächstes mal geschnittenes Brot hier. So, und dann gucken wir mal. Was wollte ich denn gerade noch machen? Ja, genau, die Verordnung anschauen. Tourismuskampagne. Okay, ja, das bringt uns nichts. Wir haben ja keinen Tourismus. Schließt alle Hydrokultur- und Maßbetriebe. Die Grundpreise aller Agrargüter steigen um 20%. Na gut, es würde natürlich den Umweltschützern gefallen, aber nee, sorry. Dann würden wir da gerade unsere Betriebe von gerade eben wieder schließen. Ja. Ja. Also ist jetzt auch nicht unbedingt so der Oberhammer. Gipfeltreffen braucht man einen Flughafen. Bringt aber unsere Bevölkerung jetzt auch erstmal nichts. Wir könnten mal Amnestie probieren, um hier die Rebellen loszuwerden. Aber ich glaube, bei 46% Zufriedenheit ist das nicht so einfach. Sicherheit 98. Wisst ihr was? Wir werden jetzt mal den Karneval durchführen auf Tropico. Die Servicequalität. Rosenmontag ist mein absoluter Lieblingstag. Auf Tropico gibt es zunächst ein Pfannkuchenessen, dann folgen ein Umzug und eine große Parade. Und dann die gute alte Tradition, dass sich junge Menschen betrinken und entkleiden. Ein glorreicher Tag des Feierns, des Chaos und der Dummheit. Und dass man Angst davor haben muss, festgenommen zu werden. So wie die Revolution mit Pfannkuchen. So, erlassen wir das Ding mal. Und ja, mehr können wir eigentlich nicht tun. Vielleicht bringt es ja das ein oder andere Pünktchen hier. Ja, findet das jemand irgendwie scheiße? Ah ja, die Religiösen natürlich, sowas. Ja, okay, aber die hassen uns eh schon. Schade, ich habe gedacht, es würde vielleicht irgendjemanden dazu bringen, uns mehr zu mögen. Ja. Was können wir jetzt noch tun? Ich denke fast, wir werden jetzt hier drüben... Ist es denn hier? Ist es ja auch irgendwie industriell, das Ganze. Wenn wir jetzt hier mal Öl und so weiter. Ah, Ölraffinerie. Ah, okay. Das ist hier aus dem Meer raus. Okay, ich habe gerade gedacht, dann wird das halt das Öl vom Ölbohrturm in die Raffinerie eingebaut. Ich weiß nicht, braucht man das eigentlich nochmal für irgendwas? Ich denke aber nicht, dass man das... Hier für, weiß ich nicht, für diese Autofabriken, Fahrzeugfabriken braucht man wahrscheinlich kein Öl, da wird es ja nur hergestelltes Zeug. Vielleicht, ja, würde das mal was bringen. Ich meine, 4 und, ja, Ölraffinerie braucht Uni. Na super, Ölbohrturm braucht Highschool. Da ist auch wieder voll für die Katz. Das brauche ich ja alles nicht. Ich brauche ja Leute, die, ich brauche ja ungebildete Jobs für die Ungebildeten. Oh Mann, so ein Witz. Deswegen wären hier eigentlich diese ganzen Hotels echt gut gewesen, muss man sagen, weil da hast du halt nur Ungebildete. Das wäre echt klasse gewesen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich bin momentan echt ein bisschen überfragt, was wir hier tun können. Ja, wir könnten mal nochmal gucken, ob wir... Ich meine, wir haben halt so viele arbeitslose Ungebildete, das ist halt nicht mehr witzig, gell? Da weiß man gar nicht, mit was man da anfangen soll überhaupt. Ja, eigentlich... Wir können momentan eigentlich recht wenig tun, außer mal bei unseren besonderen Bürgern gucken. Ja, wir haben wie viele... Boah, schaut euch diese Liste an Rebellen an. Oh Gott. So, wenn die Rebellion mal ausbricht, dann haben wir echt ein Problem. Ich weiß halt auch echt nicht, was wir tun können. Also eine Zeit lang war das ja echt so ein ziemlicher Selbstläufer, das Ganze. Mittlerweile haben wir halt echt ein enormes Zufriedenheitsproblem.
Da haben wir wieder eine Hütte und hier auch. Die reißen wir mal nochmal ab. Vielleicht bringt's was. Oh Mann. Ja, es ist echt schwierig, weil eigentlich geht es unseren Leuten ja gar nicht schlecht, außer den Arbeitslosen, aber selbst die haben eine Grundsicherung. Also so ist es eigentlich nicht. Wie sieht es denn aus mit den Obdachlosen? Immer mehr Obdachlose. Obwohl wir doch eigentlich hier wieder neuen Wohnraum haben. Aber hier oben halt nicht. Ach, okay, das wurde schon wieder vollgebaut, das Ganze. Machen wir mal hier nochmal diese Verordnung, machen wir mal wieder die Stadtentwicklung, die hätte ich vorhin eigentlich schon die ganze Zeit mal machen können. So, und dann gibt es hier nochmal zwei Mietskasernen. Und dann... Ja, hier unten ist schon alles relativ vollgebaut. Hier wohnt gar keiner, dann kann man es auch abreißen. Werden wir hier unten mal noch so ein kleines Upsala, die Strecke, die Straße ist ja jetzt hier richtig hässlich. Dann müssen wir es hier nochmal ein bisschen weiterziehen. Ja, schon wieder. Ach, das ist jetzt wieder dieses eine Problem da. Das hier im... Ach, das ist sowieso hier komplett schief, oder wie? Okay. Gut, jetzt nochmal der nächste Versuch. So, jetzt... Okay, und dann können wir jetzt hier nämlich nochmal ein paar Mietskasernen reinbauen. So, und jetzt mal gucken, was ist denn mit diesen Apartments? Vielleicht probieren wir das auch mal. Bauen wir hier mal auch mal zwei oder drei Apartments. Also es sieht auch nicht unbedingt so aus, als müsste man da wahnsinnig reich für sein, um ehrlich zu sein. Dann könnte man das hier auch mal noch so bauen. Dann möchte ich hier noch so eine schöne Gartenanlage mit Wasser, so. Gut, okay. Ja, und dann schauen wir mal, ob das vielleicht ein bisschen auch was bringt und ob die Apartments vielleicht sogar besser sind, ich weiß es nicht. Wie sieht denn eigentlich mit der Wohnqualität hier aus in diesen Häusern? 83 nur noch. 32, 29, 26. Wie ist das in den neu gebauten Dingern da oben? Wie hoch ist da die Wohnqualität? Die sind ja recht neu hier. Oder das hier. 42, okay, ja, die sinkt ja mit der Zeit, das haben wir ja rausgefunden. Naja, okay. Und dann hoffen wir mal, dass wir bald jetzt hier geschnittenes Brot fertig haben. Dann können wir nämlich das friedliche Atom erforschen. Dann können wir mal uns um die Atomkraft kümmern. Vielleicht bringt das dann mal ein bisschen was auf unserer Insel. Naja. Okay, also, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder am Ende von einem Part angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Ideen habt, was wir machen können gegen unsere Zufriedenheitsprobleme hier, Zustimmungswerte, unsere schlechten, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich bin langsam aber sicher ein bisschen überfragt. Also, ich meine, ja, irgendwie, wir können nicht so wahnsinnig viel machen. Wir können nicht für unendlich viele Arbeitsplätze sorgen, irgendwie. Außer durch tausende Farmen, aber ich weiß auch nicht, ob es das bringt. Naja, also ihr seid gefragt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.